Ja, ja. Da warst du in Hollywood quasi. Ja! Ja, da war ich in Santa Fe mit Terence Hill und Bud Spencer. Ich meine, die Story werden viele schon kennen und trotzdem, ich finde die so geil. Ne? Ach so, du meinst, wie wir uns... Ja, genau. Also du hast dort einen Film gekriegt. Heute bin ich in dem wunderschönen Garten einer Frau, die in so vielen Rollen und in so vielen Filmen und in so vielen Theaterstücken gespielt hat, dass man nicht glaubt, dass sie das sein kann. Sie müsste eigentlich 20 oder 30 Jahre älter sein. Anne Kasbeck. Hallo. Anne, das ist so schön, dass wir hier sein dürfen in diesem idyllischen Garten und dass wir ein Glück mit dem Wetter haben. Ja, genau, das ist schön. Das ist super. Gestern habe ich dich im Fernsehen gesehen. Ja, siehst du, ich wusste es wieder nicht. Dich gestern im Fernsehen gesehen, beim Frühstück. Okay. Bei Hafenkanter. Wann guckst du denn Fernsehen? Na, beim Essen immer. Ach so. Ja, ich weiß, das gehört sich nicht, aber wir mögen das ja eher nicht. Im Hotel, ja. Im Hotel, wenn wir irgendwie arbeiten müssen oder einer dreht und der andere den einen begleitet, dann ja, dann mache ich das auch. Und sonst nicht? Guckt ihr überhaupt Sport machen? Beim Sport machen. Und guckt ihr zu Hause Fernsehen? Na, in der Corona-Zeit sehr viel. Ja. Jetzt gerade wenig. Echt extrem wenig. Auch wegen des Wetters und ja, man hat so Nachholbedarf. Ja, ich auch. Ich habe gestern zum Beispiel einfach nur gelesen und nicht die Glotze. Ja. Machst du den Garten selber? Nein. Ich genieße den Garten selber, wir beide. Sehr gut. Ja, ja. Nee, da habe ich in der Tat einen lustigen Gärtner aus dem Wedding, der sich schon seit 15 Jahren um den Garten kümmert. Das ist toll. Weil ansonsten ist ja ein Garten nur Arbeit. Ich hatte mal einen Garten in Rehbrücke und dann saß ich immer drin und habe mich nur geärgert und bin aufgesprungen, habe das nächste Unkraut weggemacht oder dachte, jetzt musst du wieder mähen. Ja, nee, ich bin ja auch so viel unterwegs und dann, wenn man nach Hause kommt, nee, darf ich. Also ich habe überhaupt kein grünes Händchen auch, also jede Blume drin, Schnittblume geht mir irgendwie auch flöten. Auch das ist nichts. Also ich genieße hier und das ist schön. Das ist so schön. Das ist deine Freizeit. In deiner Freizeit machst du aber noch mehr. Na? Also Jazz Dance habe ich gelesen. Ja, das war mal. Also Jazz Dance habe ich mal gemacht. Also ich mache so Sport, aber Jazz Dance, das ist schon lange her. Also ich habe getanzt, da war ich glaube, zwei oder drei Jahre alt. Hat mich eine Freundin mit zum Ballettunterricht geschleppt und das war bei Frau Baum und Frau Baum war sehr streng. Das war früher normal. Meine Ballettlehrerin war auch so streng. Und ich bin richtig mit Ballett groß geworden. Und auch richtig mit klassisch und allem. Ja, wir haben das gemacht, aber es war, sagen wir mal, es war so Sportgymnastik mit Ballett und wir hatten Auftritte dann auch, aber das war mir so, es war auch ein bisschen klassisch, aber es war dann auch, weiß ich, Holzschuhtanz und sowas. Habe ich auch getanzt, aus Sarah Zimmermann. Genau, genau. Ja. Also alles so eine Sachen haben wir gemacht und aber irgendwann wurde mir das zu viel, weil sie war wirklich sehr, sehr streng. Das heißt, als Jugendliche und Erwachsene hast du es nicht mehr getan? Dann wieder an der Schauspielschule. Also ich habe mich dann für Tennis entschieden und dann habe dann angefangen Tennis zu spielen und habe es dann auch bis unter die ersten 8 in der DDR geschafft. Das hat mir Spaß gemacht. Das wollte ich dann weitermachen und dann habe ich meine Eltern gebeten, auch mich von diesem Ballettunterricht zu befreien und vom Klavierunterricht. Aber Klavier kannst du auch. Und das ist eben das Ding, das habe ich zu kurz gemacht, weil ich musste immer üben und ich habe immer lieber Bonanza geguckt oder irgendwas. Ich habe alles Mögliche vorgeschoben, um bloß nicht üben zu müssen. Und meine Mutter, die eine sehr gute Pianistin war, hat das nicht verstanden und dachte dann, ja okay, wenn das Kind so wenig Spaß daran hat, dann lassen wir sie. Wenn sie Tennis spielen will, dann soll sie Tennis spielen gehen. Und das habe ich dann sehr intensiv gemacht und so mit wirklich 3-4 Mal die Woche Training und an den Wochenenden Turniere. Also das war schon auch, das ging dann schon wieder so in eine ziemlich leistungsstarke Richtung. Alles neben der Schule aber, ne? Alles neben der Schule, ja, alles neben der Schule. Und weiter getanzt habe ich dann an der Schauspielschule, da bin ich ja 83 immatrikuliert worden. Und es war lustig, in der ersten Stunde meines Tanzunterrichtes oder Ballettunterrichtes hat mir die Ballettlehrerin gesagt, du
hast schon mal in deinem Leben getanzt. Das merke ich sofort. Und das ist aber auch schön. Das gibt, hat auch so eine Musikalität mit sich gebracht. Und ist, also ich merke das auch, dass es noch heute wichtig ist. Also wenn man auch probt, also auf der Bühne oder im Film. Du hast eine ganz andere Musikalität und ein Verständnis für Rhythmus. Und absolut. Das, glaube ich, hat man anerzogen. Gut, mein Rhythmus ist immer noch nicht besonders gut, sagt mein Musikerkollege. Aber trotzdem, man hat eine andere Haltung. Ja, das außerdem. Durch das Tanzen. Ja, ne? Absolut. Es hat mir auch Spaß gemacht. Und dann an der Schauspielschule war es ja auch nicht mal so dramatisch, so streng, wie das als Kind war. Also da hatten wir, es war schon, sagen wir mal, sie haben schon was von einem gefordert, aber es war natürlich auch immer was Spielerisches mit dabei. Ne? Und, auf welcher Schauspielschule warst du? An der Ernst Busch in Berlin-Schöneweide. Ja. Das ist ja so, also damals, ich glaube auch bis heute noch, so im deutschsprachigen Raum eine der besten Schulen, die es gibt. Ja. Und bist du da ohne weiteres aufgenommen worden? Ja, das war eher ein Zufall. Ich wollte eigentlich keine Schauspielerin werden, ich wollte Regie studieren. Das ist natürlich vorbelastet durch meinen Vater, weil der Filmregisseur und Fernsehregisseur war. Und mich hat es immer interessiert, was der macht, wie der Szenen baut. Ich war auch schon als kleines Kind immer mit am Set und habe mich dann an einer Filmhochschule in Babelsberg beworben und die haben mir aber so ganz komische Fragen gestellt und also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin durchgefallen und dann haben die zu mir gesagt, du bist einfach viel zu jung. Du bist einfach nicht frei. Ich war 19, als ich mir, als ich mich beworben habe und da haben die, aus heutiger Sicht verstehe ich das, haben die einfach zu mir gesagt, weißt du, du brauchst Lebenserfahrung. Ja, die wollten immer Lebenserfahrung haben, bei allen künstlerischen Sachen. Ja. Und im Nachhinein ist es gar nicht so schlecht gewesen, dass sie das gemacht haben, aber sie haben dann gesagt, dann geh erstmal in die Produktion und arbeite da was. Und da habe ich gedacht, das bringt mich jetzt im Leben auch nicht wirklich weiter. Und habe mir dann irgendwas gesucht, wo ich dachte, ja, das könnte ja eine Basis sein. Und da wurde gerade beim DDR-Fernsehen das Regie-Volontariat gegründet. Ach, also eine Regiewerkstatt war das. Es gab eine Volontariatsjahrgang. Und da waren Journalisten mit bei, Kameraleute, Cutter und dann eben auch ganz neu eine Regiewerkstatt. Und da habe ich mich beworben und die haben mich dann auch genommen. Und da habe ich so richtig alle Schritte des, der Entstehung eines Films mitbekommen. Und die haben uns eben auch im Hinblick darauf, dass es ja auf die Regie und das Studium hinaus lief, an die Schauspielschule in Berlin geschickt. Und da bin ich in eine Seminargruppe gekommen und die drei anderen Regie-Werkstatt-Leute Machen kaputt. Sag mal Ohre. Genau. Und die drei anderen sind in eine andere Gruppe gekommen. Und dann war ich jetzt ganz alleine, als ja nicht Profi-Student für Schauspiel. Und da war so ein bisschen gehemmt. Also da waren so Leander Hausmann, Carsten Speck, das sind die Namen, die man jetzt so kennt aus dem Studium. Uwe Dag Berlin war da noch mit drin. Und und dann habe ich dann ein richtiges Etüdenseminar gemacht und habe das dann auch beendet, also nach 3 Monaten oder sowas. Und bin dann wieder zurück in mein, also nicht zurück, dann war diese Ausbildung beendet, dieses Etüdenseminar für uns Regiewerkstattleute. Ja, und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt haben sie mich nicht gefragt. Eigentlich hat mir das viel Spaß gemacht, aber vielleicht reicht es ja doch nicht, also mit der Schauspielerei. Ja. Irgendwie 14 Tage, 3 Wochen später kommt meine Regiewerkstattleiterin zu mir und sagt, Anne, ich habe einen Anruf von der Schauspielschule bekommen. Die sind nicht überzeugt von deiner Spielfreude. Das lag daran, dass ich zu schüchtern war. Ja. Aber sie finden dich begabt und sie würden sich freuen, wenn du so einen Eignungstest machen würdest. Ach, cool. Ja. Und so habe ich dann einen Eignungstest gemacht und dann noch die Eignungsprüfung und dann fanden sie mich gut und waren von meiner Spielfreude überzeugt. Und so bin ich an der Schauspielschule gelandet. Und es hat sich alles in einem Zeitfenster von 14 Tagen, 3 Wochen entschieden. Also die Entscheidung, dass ich das jetzt mache. Da war ich gerade in so einem, wie so ein Skilager mit meinen Volontariatsleuten und da habe ich mich dann vorbereitet auf diesen Eignungstest und diese wie aufregend. Ich war an der Ballettschule mal zur Eignungsprüfung und zur Aufnahmeprüfung auch und durfte dann aber doch nicht, weil meine Eltern meinten, du musst erst mal Abitur machen. Wie mit mir?
Die sind da in die Schulen früher immer gekommen. Genau, ne? Die haben dich ausgesucht. Und, ja? Das, und mich haben sie auch ausgesucht. Und da hat mein Vater, der hat ja auch viel mit ehemaligen Balletttänzerinnen und Tänzern gearbeitet, wenn der seine historischen Filme gemacht hat. Und da hat er gesagt, Anne, das ist ein Job. Da hast du so ein kurzes Zeitfenster, in dem du arbeiten kannst. Mach das nicht. Da werde ich alles gegen tun. Hm. Und ich habe es irgendwie dann auch eingesehen und dachte mir, naja, du kannst es ja in irgendeiner Art und Weise auf der Bühne trotzdem noch weitermachen und ja. Ja, na, ich habe es dann letztendlich, also wegen meiner Eltern nicht gemacht und später Choreografie wegen meines ersten Freundes, der meinte, nein, dann bist du ja immer weg, wenn du Künstler stehst. Naja, das sieht nach sich. Dann war es der Falsche. War es auch. Ja. Wie wir sehen. Ja, wie wir sehen, genau. Wie wir sehen. Du hast ja auch eine Weile besucht, ne? Bis du Ober hattest. Ja, also gesucht habe ich nicht. Gefunden. Ich habe eigentlich nie gesucht. Es ist mir immer passiert. Und aber geheiratet habe ich nie. Geheiratet habe ich auch das erste Mal. Also ach, es ist erst, ja, es ist mein erster. Das erste, mein ich habe es umgekehrt gemacht. Achso, ich habe erst immer geheiratet erst, und jetzt habe ich es gelassen und es geht gut. Ja, wie Oren. Der hat auch immer erst mal geheiratet. Aber er hat es ja wieder getan. Ja, ich bin jetzt aber, glaube ich, die Letzte, oder? Na, ich meine, ihr seid so lange schon zusammen, oder? Ja, 30 Jahre. Fast. 30 Jahre. Und verheiratet? 28 Jahre. Das Wahnsinn. Ich habe es heute nochmal gelesen, es war 94. 94, ja, ja. Da warst du in Hollywood quasi. Ja, ja, da war ich in Santa Fe mit Terence Hill und Bud Spencer. Ich meine, die Story werden viele schon kennen und trotzdem, ich finde die so geil. Ne? Ach so, du meinst, wie wir uns... Ja, genau, also du hast dort einen Film gekriegt. Ich finde es ja schon spannend, wie du da hingekommen bist, wie du zu Terence Hill gekommen bist. Ach, das kannst du nochmal erzählen. Ja, also das war eigentlich total unspektakulär, weil ich habe einen Anruf von meiner Agentin bekommen, da wohnte ich noch in Köln und die sagte, Anne, du müsstest ganz schnell nach Berlin kommen, Terence Hill will dich kennenlernen. Und du kannst den Lachen nur aus dem Film, ne? Genau, und ich habe einen Lachkrampf gekriegt. Ja. Und ich habe dann nur gefragt, also du verarschst mich jetzt nicht. Nee. Und dann die zweite Frage war, ist das der Dicke oder der Dünne? Ich wusste es wirklich nicht. Wusste es nicht, weil ich überhaupt kein Fan war von diesen Filmen. Ja. Und dann hat sie gesagt, nee, das ist der Dünne. Ah, okay. Der mit den blauen Augen. Der mit den blauen Augen, ja, mit genau. den stahlblauen. Und dann dachte ich, nee, also, und ich sollte sofort kommen, am besten den nächsten Flieger setzen. Und ich gesagt, mach ich nicht. Und das kann ich machen. Ich so, dann schieb's auf mein Kind. Mein Kind war damals klein, mein Sohn Alex. Mhm. Und dann habe ich erstmal wirklich so, also ich konnte es von Montag auf Freitag, werde ich nie vergessen, schieben. Freitags musste ich dann fliegen. Also die Chuzpe oder die Blödheit muss man erstmal haben, bei so einer Chance nicht sofort hinzufliegen. Aber manchmal denke ich, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, das macht einen auch interessanter. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich dann in diesen paar Tagen, weiß nicht, 5 Kilo abgenommen. Ich konnte nichts mehr essen. Ich habe dann sämtliche Filme geguckt, die gemacht haben, um mich um vorzubereiten. Ja. Und bin dann dahin. Und da hat er aber auch gar keine Texte bekommen, Casting oder sonst was. Und bin dann da ins Büro rein und dann stand er da und mir rutschte wirklich raus. Mann, hast du blaue Augen. Hast du ja wirklich gesagt, siehst du? Und dann hat er gesagt, und du hast aber gleich Englisch mit ihm gesprochen? Ja, das war mir schon klar, dass ich das musste. Ja. Dank meines Vaters, aber ich wollte das auch, habe ich schon in der DDR Englisch, wenn auch fakultativ. Ich habe auch Englisch gelernt und trotzdem fand ich immer, wir können es trotzdem nicht so gut wie die Wessis. Nee, weil wir es nicht gebraucht haben und wir haben nicht die Umgangssprache gelernt. Wir konnten sagen, wie die Industrie in Liverpool ist, aber nicht, was Magenschmerzen heißt. Und das ist irgendwie ein grundlegendes Problem gewesen. Ja. Ja, aber so, und ich habe deswegen auch meiner Agentin gesagt, du musst bitte mitkommen. Genau, weil ich Angst hatte. Ja. Aber ich hatte ja zu dem Zeitpunkt schon meinen Oren und musste in Israel dann immer schon Englisch reden. Und insofern, ich hatte schon Gebrauch auch von der Sprache gemacht. Und dann war das einfach nur ein nettes Gespräch. Besser gesagt, die erste Frage war die schlimmste. Da dachte ich, jetzt kann ich wieder nach Hause fliegen. Er fragte mich, kannst du reiten? Und wenn ich etwas an dieser Schauspielschule nicht gelernt habe, das Einzige, worin wir nicht ausgebildet worden sind, war reiten. Und da habe ich gesagt, nein,
Und dann hat er gesagt, macht nichts, kriegst einen Pferdewagen. Und das fand ich dann cool. Ja. Und dann irgendwann sagte er, irgendwie hat er mich animiert aufzustehen. Und ich bin da aufgestanden und dann konnte ich mich wieder hinsetzen und dann, also ich habe aber nicht gemerkt, dass er das irgendwie, dass er was gucken wollte. Ja. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt und dann sagt er, übrigens, du hast die Rolle. Ach. Und also was habe ich gemacht? Ich konnte nicht reiten, kriegte einen Pferdewagen, hab mich hingestellt, wieder hingesetzt und kriegte die Rolle. Und so einfach bin ich noch nie an so eine Rolle gekommen. Also nicht mit Casting und Vorstellen, gar nichts. Und dann hat er mir später erklärt, du, ich finde Casting so grausam. Ich habe ja tausende Bänder gesehen. Also Bänder, damals war es ja, ja. Stories, ja. Also Demo-Bänder. Und dann hat er gesagt, das reicht mir doch. Ich sehe ja, was die Leute können. Ja. Und weil er das eben als Schauspieler aus dieser Situation auch kennt, hat er gesagt, das ist alles nur nervös. Und warum wollte er eine Deutsche? Es war eine deutsche Tierärztin. Also die wurde, ach so. Ich glaube, die wurde daraus gemacht und die Deutschen haben ja auch Gelder gehabt. Also es geht immer auch ums Geld, ja. Und wo der Film gezeigt wird am Ende. Also wir hatten, ja, wir hatten dann noch zwei Deutsche, das waren aber komplette Amerikaner, die hatten nur deutsche Pässe. Ah, also okay. Und hast du in dem Film, hast du Englisch gesprochen? Ja. Ja, ja. Ja. Ich habe in deinem Showreel habe ich gesehen, wie du Englisch sprichst. Finde ich total schön und so anders. Ja, so anders. Also als ich damals aus Amerika zurückkam, war es auch so, war ja 4 Monate da, ich habe wirklich angefangen, auf Englisch zu träumen. Und also das war lustig, muss ich erzählen. Also ich habe ja Schiss gehabt. Ich habe dann einen Coach genommen, das war ein Halb-Indianer aus New Mexico. Ein Freund von meinem Schwiegervater, der mit ihm immer Bridge spielte. Dein Schwiegervater, entschuldige, dass ich rein habe, dein Schwiegervater? Also Orens Vater, ja. Der hat ja Klimbim mit erfunden. Nee, ja, er hat es erfunden. Er hat es erfunden. Er ist der Erfinder von Klimbim. Das ist unfassbar. Unglaublich. Das war jetzt so ein kleiner Einwurf, ja, weil ich das so spannend ja, fand. Ja, ja, das stimmt. Also, aber das ist jetzt in der Tat so. Und der hat mir diesen englischsprachigen Halbindianer besorgt. Und mit dem habe ich dann wochenlang gesessen, das Skript durchgearbeitet und immer nur Englisch geredet. Und musstest du auf einen bestimmten Dialekt achten oder war das eher ein... Gar nicht. Muss ich gar nicht. Also das, weil ich deutsche Tierärztin war, war das überhaupt kein Problem. Ich habe dann halt Englisch geredet, wie ich es konnte. Ja. Und aber wenn man wirklich im Land ist und nur mit Amerikanern umgeben ist, also es waren ja in dem Fall auch Italiener noch, aber alle sprachen halt Englisch, ne? Es wurde dann immer mal vergessen und ich dachte, ich bin auf der Piazza Roma und dann irgendwann spielten alle schon los und ich stand da, weil ich leider auch kein Italienisch spreche und wusste gar nicht, drehen wir jetzt oder was? Ach so, Entschuldigung, die Ansage kam wieder auf Italienisch. Ja. Sag mal, und wie kam es denn zu der spontanen Hochzeit in New Mexico war das? Naja, wir hatten das in New Mexico, in Santa Fe. Ja. Naja, wir hatten das Thema ja schon einige Zeit, weil kennengelernt haben wir uns 91 und aber irgendwie hat auch immer so, ach nee, weiß man muss ja noch nicht und ja, und dann war einfach die Situation so, dass er, ich weiß nicht, in London war, Ronny in Tel Aviv, mein Sohn in Köln. Ronny ist? Es ist Orans Tochter und aber eben alle noch klein, die Kinder, alle beide noch klein. Und ich in New Mexico und irgendwann fanden wir das total also komisch, also Orren dann wahrscheinlich auch. Ja. Und ich hatte gerade gestreikt, wurde in meiner Produktion auch noch, also nicht wir, sondern die Amerikaner mussten streiken. Ja. Wir konnten nicht weitermachen, hatten gerade Streiksitzung und da klingelte dann mein Handy, war Orren dran und sagt zu mir, willst du mich heiraten? Na, da hat diese... Ich habe jetzt irgendwie ein Top-Augenblick, den du abgepasst hast. Ich bin erstmal gar nicht rangegangen, erst beim dritten Mal. Und dann hat er mich eben gefragt und dann habe ich gesagt, ich bin gerade in der Streikphase. Ja, also in der Streikphase habe ich noch nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich rufe dich später nochmal an und dann rief er wieder an und sagte, sag mal, hast du einen anderen oder was? Weil ich nicht gleich geantwortet habe. Und dann habe ich gesagt, ja, aber so. Und dann so kam dieser hochromantische Heiratsantrag. Wunderbar. Ja. Ja, und dann kam er angereist mit allen Kindern. Ja, mit beiden Kindern. Und also das haben wir schon und so zu Bedingungen gemacht. Das heißt, deiner war? Meiner war... Und die 10, oder? 85, der wurde in der Zeit 9. Nee, da war aber noch 8.
Und ich habe auch eine Befragung von der Schule gehabt, also das heißt Haushaltsauflösung, sodass er mitkommen konnte. Und Ronny war zu dem Zeitpunkt, also vier Jahre alt. Ja. Ja. Und da kam man dann mit beiden Kindern und meine Eltern konnten nicht kommen. Und also eigentlich haben wir mit der ganzen Crew Hochzeit gefeiert und haben auch die meisten von denen nie wieder im Leben gesehen. Ja, und hast du nochmal, also Terence Hill war ja dann dein, euer... Also Terence und Bud eigentlich geplant auch, ne? Ja. Ja, wir haben uns schon nochmal gesehen, ja. Aber, oder was wolltest du fragen? Aber Bud konnte ja nicht kommen. Als Trauzeuge konnte er nicht kommen, weil in Vorbereitung auf unsere Hochzeit wollte er sich wahrscheinlich noch die Haare schön machen. Und es war irgendwie beim Friseur und also es war so, dass er den Kopf so nach hinten hatte und er ist ja nun etwas korpulenter gewesen und dann ist irgendwie das Waschbecken abgebrochen und er mit dem Stuhl umgekippt, also er hat sich wirklich ernsthaft verletzt und insofern fiel er dann kurzfristig als Trauzeuge aus und das hat dann unser Produktionsleiter übernommen, den Part. Also das war schon heftig. Ja. Mit Bud sind auch die Pferde durchgegangen. Das war an einem der ersten Drehtage, da dachten wir, jetzt ist vorbei mit dem Film. Weil er abgestürzt ist oder was? Der ist...